Also vor knapp einer Woche haben wir diese Außenwand hier gemacht. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Die ist immer noch ein bisschen feucht, aber man merkt, man hört ein bisschen, dass es hohl in der Mitte ist, ne? Was mit Dämmstoff gefüllt werden soll. Aber die ist echt sehr massiv. Gucken wir uns mal die Außenseite an. Schon verputzt. Hier ist wahrscheinlich auch ein bisschen Regen gegengefallen, aber auch hier extrem massive Platte. Sehr gut. Für die Herstellung von Leichtlehm wird flüssige Lehmschlemme mit dem Stroh gemischt. Dazu wird der Lehm in Wasser gegeben. Nachdem er das Wasser aufgesaugt hat, rühren wir ihn zu einer flüssigen und gießfähigen Schlemme auf. Die Schlemme gießen wir in eine Mischwanne. Um zu mischen, streuen wir das Stroh in die Schlemme, tauchen es unter und heben es mit der Gabel wieder heraus. Ballenstroh wird gut aufgelockert, damit es leichter mit der Schlemme zu mischen ist. Die Lehmschlemme umhüllt das Stroh und füllt Zwischenräume. Die Mischung ist nach etwa einem Tag plastisch verarbeitbar. Das Flechtwerk besteht aus Weidenruten, die in die Staken eingeflochten sind. Der am Vortag gemischte Strohleichtlehm wird auf die Ruten gelegt und um sie herum gewickelt. Das Dach ist gedeckt, man arbeitet von innen im Trockenen. Auftrag des Strohlehms von unten nach oben. Außen bleibt Raum für den Außenputz. Die Füllung glätten wir mit einem Putzbrett. Innen tragen wir einen Strohlehmputz auf, den wir auf den Balken mit einer dünnen Leiste annageln, die wir wieder mit Strohlehm überputzen. So erhalten wir einen ebenen Putzuntergrund für den Feinputz, ohne extra Putzträger oder Gewebe über dem Holz. Der innere Strohlehmputz war im Fachwerkbau üblich. Er verbessert die Wärmedämmung und die Winddichtigkeit der Wand. Außen würde man nach Trocknung der Wand mit Kalk verputzen. In diesem Seminar tragen wir einen dünnen Faserlehmputz auf, eine Mischung aus Lehmschlemme und feinem Strohhäcksel. Auf Sandzugabe können wir völlig verzichten. Mache erstmal unten die Fläche. Unsere Innenwand erhält eine Traglattung, die an den Wandpfosten befestigt ist. Außerdem arbeiten wir gegen eine Arbeitsschalung auf der Rückseite, die nach dem Ausschalen dann kaum nachgearbeitet werden muss. Das Schalbrett ist am Bau in der Regel geschosshoch und wird seitlich abgeschoben. Mit etwas Nacharbeit und Glätten erhalten wir eine perfekt ebene Fläche. Pinsel holen. Mache erstmal unten die Fläche. Die Arbeitsseite erhält einen holzüberdeckenden Strohlehmputz, wie bei der Fachwerkwand. Der Strohlehm wird mit den Händen frei aufgetragen und gleichmäßig verteilt, anschließend mit dem Putzbrett geglättet. Unsere Außenwand besteht nur aus Holz und Strohlehm. Ihre gute Wärmedämmung erhält sie durch die Kerndämmung aus Naturfaser. Der Strohlehm der Außenschale wird 10 cm dick um Latten gewickelt. Der Lattenabstand beträgt 10 cm. Wir arbeiten wieder von innen unter gedecktem Dach. Auch hier das Material erst gleichmäßig vollständig einbringen, bevor man mit dem Handbrett zu glätten beginnt. Die Innenschale ist nur 3 cm dick, ähnlich wie eine Lehmplatte. Als Träger verwenden wir dünne Latten mit 8 cm Abstand. Die Dämmung simulieren wir mit eingestopftem Stroh. Der Strohlehm wird auf Lattung und Dämmung aufgetragen. Die Schlitze der Putzleisten werden mit Strohlehm wieder geschlossen. Auf die getrocknete Platte wird später der Feinputz aufgetragen. Glasfaserarmierung kann entfallen. Ebenso eine Dampfbremse, da wir ausschließlich kapillarleitfähige Stoffe verwenden. Die Wand würde nun einen Kalkputz erhalten, der auf Strohlehm sehr gut haftet.
Hier genügt ein Faserlehmputz aus Strohhäcksel und Lehm. Bei der Wickeldecke wird Strohlehm oder auch eine Heulehmmischung um Holzstaken gewickelt. Deren Enden liegen auf den Deckenbalken auf oder sind in Nuten eingeschoben. Jens? Die Wickel werden auf einem Tisch vorgefertigt. Lehmschwämme und Heu verstreichen wir mit den Händen zu einem Teig, den wir um das Holz wickeln. Mit einer Folie gelingen perfekt zylindrische Lehmfertigteile. Mach bitte mal ein kleines Stückchen drauf. Okay, jetzt reicht das, glaube ich. Ne? Toll. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Ja. Na gut, das werden wir morgen sehen. Die Wickel werden noch feucht in die Decke geschoben. Oh, das hätte schon schwer, hä? Ja, der war schwer. Passt da rein? Ja, passt. Die Oberseite wird mit Strohlehm aufgefüllt und eben verstrichen. Die Unterseite mit Stroh oder Häckselehm geglättet. Ja, für größtmögliche Ebenheit führt man das Putzbrett in kreuzweiser Richtung. Später bildet ein Feinputz aus Lehm oder Kalk eine glatte Untersicht, die anschließend gestrichen wird.